Produktion ein bisschen weiter. Während das Ding sich auffüllt, hier noch das restliche Wasser. Wenn ich schon mal dabei bin. Schade, dass ja alles nicht. Okay. Zuallererst. Die 10 Stück kommen da rein. Genauso wie Weizen. Wo habe ich noch Weizen? Hier. Okay, als nächstes Wasser. Wasser und mehr Wasser. Hier, das habe ich noch für dich. Oh, ich müsste da auch mal wieder auffüllen. Okay, bringen wir noch schnell die Kerzen weg. Hier erstmal zack, zack. Zack. Schriftrolle der Ghoul-Erweckung. Da bin ich ein bisschen zwiegespaltet. Aber ich könnte es ja mal hier reintun. Genauso wie das mit dem Aristokratenzeug. Den goldenen Apfel kaufe ich noch von ihr. Okay, und bevor ich da jetzt irgendwas anderes mache. Ich möchte, dass meine Produktion weiter hinterherkommt, also heißt es hier einmal alles mitnehmen. Obwohl, die 400D reichen erstmal. Da muss ich nichts pflücken. Die 400 reichen wirklich. Okay, okay, okay. Dann ist unsere Produktion hier jetzt erfolgreich wieder ein Stück weiter. Mehr als genug. Okay, ich wollte noch ein bisschen Marmor. Wir müssen in den Steinbruch. Mehr als genug. Okay, Marmor. Hier 30 Stück von denen. Hier ist noch mehr Marmor, aber 30 reichen. 30 reichen definitiv. Ich könnte mir eigentlich einen davon mitnehmen, der das dann alles umwandelt, aber... Nee. Mache ich erstmal selber. Warum schon, ich will mich teleportieren. Perfekt. Zu Hause. Okay. Ich brauche wie viele nochmal? 6, 8 Stück. Dafür brauche ich definitiv neue Meißel. Deswegen stellen wir mal 2 her. Und packen die Leiche erstmal weg. Ich will nicht, dass die auch noch verrottet. Okay, stellen wir da weiter her. Okay, wir haben gesagt, 8 Stück von dir. So, einfach... Einfach jetzt in aller Ruhe die 8 Stück herstellen.
sollte eigentlich kein Problem darstellen. Theoretisch. Ja. Nebenbei, ich habe nur 2 gebraucht, nicht 4. Ich habe umsonst den eingekauft. Okay, ich brauche 2 davon. Zack und zack. Als nächstes brauche ich 6 goldene. Okay, nein, ich kann da nichts anderes herstellen dabei. Ich muss sie langsam und nacheinander herstellen. Okay, Nummer 4 kommt jetzt. Nummer 5. Okay, ich muss noch einmal. Ich habe kein Marmor mehr. Stellen wir noch einmal 8 Marmor her. Einfach weil ich es kann. Okay, zack. 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 Ich frage mich, wie weit der Goldene jetzt ist. Also sag mir nicht, ich habe den jetzt kaputt gemacht. Doch, ich habe ihn kaputt gemacht. Ich habe nicht aufgepasst. Okay, ich brauche noch 2 goldene. Noch einen. Perfekt. Okay, ich hatte einen silbernen. Den will ich natürlich wieder loswerden. Zack. Ich hätte 3 Silberne. Okay. Ein einziger von denen hat mir jetzt gefehlt noch. Okay, wir haben die beiden. Es hat ein bisschen gedauert. Aber ich habe die jetzt hergestellt. Das heißt, bauen wir die, pflanzen die vor allen Dingen. Begraben wir diese 2 Leichen. Einer links, einer rechts. Und dann sollte unser Friedhof über 300 Punkte haben. Das ist hart. Also 300 Punkte ist auf jeden Fall eine gute und schöne Zahl. Okay. Komm schon. Bevor du jetzt auf unter 90 sinkst. Okay, vergraben. Vergraben. Okay, 15 hoch. 15 hoch. 11 hoch. Jetzt nutzen wir auch die ganzen 26 aus. Einfach nur perfekt. Pam.
305 Friedhofqualität. Und ja, allein das hier, ich meine, wenn ich das jetzt... Doch, hier sind nochmal 25. Allein dieser Eingang hier sind 100 davon. Also ein Drittel meiner ganzen Qualität ist einfach hier der Eingang. Das ist heftig. Finde ich nicht schlecht. Gut zu wissen. Okay, warte, warte. Ich leg mich mal kurz hin, allein weil ich jetzt das... weil ich jetzt das herstelle, den Portal. Ich frage mich, ob das Spiel denn zu Ende ist, oder ob ich noch was machen kann. Weil eigentlich ist ja, denke ich, wenn ich mich nach Hause teleportieren kann, das Spiel vorbei. So, theoretisch. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so abrupt endet. Ich dachte eigentlich noch, dass ich viel länger brauche. Aber ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Ich lege mich auf jeden Fall kurz hin, damit es auch gespeichert ist und dass ich nicht müde bin. Okay, ich fühle mich erfrischt. Dann gehen wir jetzt mal nach oben, stellen das her. So missionsartig. Nach Hause zu aktivieren das Portal und fertig ein Geisterlaser, um das Portal einzuschalten. Missionmäßig habe ich aber nichts mehr. Obwohl, warte, bevor ich das mache. Bevor ich den herstelle. Ich würde noch gern den letzten goldenen Apfel kaufen. Und zwar bei Clodo. Ich weiß nicht, ob mir das irgendwas bringt. Ich glaube jetzt mal nicht. Aber ich hätte ihn gern. Einfach damit ich wirklich auch alle teuren Sachen in diesem Spiel gekauft habe. Laufen wir einmal zu ihr und dann stelle ich das mit dem Portal her. Echt, ich gehe und jetzt bringt der Esel mir die Leiche. Der hat ein Timing. Die Klote sollten nämlich jetzt da sein, weil jetzt die Nacht ist. Also die Nacht anbricht. Da kommt sie ja raus. Unsere kleine Sumpfhexe. Da ist sie ja. Wegen den Friedhofswärtern. Ja, fragen wir mal. Klote, kanntest du einen der früheren Wärter? Lass mich mal nachdenken, Süßer. Ich erinnere mich an einen. Ich glaube, es war der dritte. Er war so adrett, so gelernt und so schlau. Und diese Brille. Ach, herrje. Er hat mir die besten Heilmittel für Ischias und Bluthochdruck gegeben. Und im Gegenzug habe ich ihm beigebracht, wie man die Toten wiederbelebt. Das war auf jeden Fall ein guter Deal. Daher kommt das Eis mit den ganzen Zombies. Den goldenen Apfel. Ich würde den kaufen gern. Und natürlich die restlichen Tränke, so wie immer. Okay. Konservierungsmittel war jetzt nicht so schlau zu kaufen. Zack. Benutzen. Schutztrank, okay. Und ich habe jetzt 3 von den goldenen Äpfeln. Okay, nochmal ganz kurz zum Speichern. Speichere Fortschritt. Okay, und jetzt gehen wir hoch und bauen den. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich wäre aber jetzt ein bisschen enttäuscht, wenn das jetzt echt das Ende wäre. Er war nicht enttäuscht vom Spiel, sondern enttäuscht, dass es jetzt zu Ende ist. Weil das Spiel war schon voll cool. Okay. Hä? Ich habe doch die Halskette. Oder habe ich die versehentlich weggetan? Ja.
Ja, okay, ich bin doof. Ich habe die irgendwo jetzt gelagert anscheinend. Super. Ich bin sehr schlau. Ich habe die jetzt irgendwo abgelegt anscheinend. Wo ist jetzt natürlich die andere Frage? Aber ich glaube, ich weiß wo. Kann ja eigentlich nur... Ah, kann ich gleich die Leiche wegtun? Kann ja eigentlich nur da oben sein. Das Einzige, was ich hier groß sortiert habe. Ja, da habe ich die Kette. Ich habe die anscheinend wirklich versehentlich da reingehauen. Okay, neuer Versuch. Jetzt laufe ich schon zum dritten Mal dahin. Das kommt davon, wenn man nicht überlegt, was man mitnimmt. Ist ja auch nicht das erste Mal. Okay, bauen wir es mal. Okay. Alles bereit, aber was nun? Wie aktiviert man das Portal? Gary, also willst du wirklich gehen? Ich muss zurück nach Hause. Das macht mich echt traurig, Mann. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch. Traurig, dieses Portal ist nicht nur zum Reisen gedacht. Es erfüllt dir auch deine Wünsche. Aber pass auf, was du dir wünschst. Wir brauchen nicht noch einen großen Knall. Hallo, mein Freund. Wir sind gekommen, um uns zu verabschieden. Woher wusstet ihr davon? Nun, wir wurden aus der Stadt verbannt. Zwei Brüder, einer im Königshof, der andere ein hoher kirchlicher Würdeträger. Sowas in den königlichen Rat zu suspekt. Wir sind zur Taverne gegangen und dann hatte Laurenz auf so einen Verdacht, dass du hier bist. Aber ich habe es noch geschafft, die halbe Stadt zu exkommunizieren, bevor wir gegangen sind. Jetzt ist die einzige noch verbliebene Kirche die Kirche neben dem Friedhof. Ihr könnt die Kirche und den Garten gerne haben. Die Symbole beginnen zu leuchten. Ist das jetzt echt das Ende? Dieter Harvard. Wir konnten nur knapp aus der Stadt entkommen. Der Kommandant hat all seinen Einfluss geltend gemacht, um unseren Ruf zu ruinieren. Was ehrlich gesagt auch nicht so schwierig war. Die Stadt ist in ziemlichen Aufruhr. Die Toten erheben sich. Dem Inquisitor wird vorgeworfen, der Führer einer dunklen Kult zu sein. Was für schreckliche Zeiten. Der Bischof hat die Stadt exkommuniziert. Das haben sie verdient. Wir werden uns eine Weile im Leuchtturm verstecken. Vielleicht können wir ja irgendwie mit Wagner in Kontakt treten. Ich habe dir doch gesagt, dass er hier ist. Wie ich sehe, willst du uns verlassen, mein Freund. Ja, das muss ich. Das ist schlimm, sehr schlimm. Der Fluch wird immer stärker. Wir können ihn nicht aufhalten. Es ist vielleicht schon zu spät. Ich sollte stolz darauf sein, aber irgendwie bin ich es nicht. Wir werden uns hier niederlassen und unser altes Haus wieder aufbauen. Dieser Ort ist heilig und vor dem Fluch geschützt. Das werden interessante Zeiten. Alles wird sich ändern. Ich bete für unsere Sicherheit. Es funktioniert endlich. Mein Wunsch wurde wahr. Ich werde meine Frau wiedersehen. Zurück zu Hause. Mein Liebling. Geliebte. Ich dachte, ich gehe zu ihr und nicht sie kommt zu mir. Wir benutzen dein Taschentuch. Das ist das Einzige, was wir aus unserer Welt haben. Vielleicht wird uns die Maschine zeigen, was wirklich passiert ist. Ich verstehe noch immer noch nicht, Liebster. Ich hatte gehofft, dass du mir alles erzählen könntest. Ist dies eine andere Welt? Ist es eine Illusion? Oder ist dies das Leben nach dem Tod? Aber weil du dich an nichts erinnern kannst, müssen wir diese letzte Chance, die Wahrheit zu erfahren, nutzen.
Gary! Was ist passiert? Wo sind alle? Beruhige dich, du hast eine neue Seite in dein Leben aufgeschlagen. Ein neues Kapitel wartet auf dich. Zwei Kapitel eigentlich. Trennen wir die Spreu vom Weizen. Was? Was ist gerade passiert? Nur ein Schutz gegen das Versagen. Was zur Hölle? Sag mir gefälligst sofort, wer du bist und was geht hier vor sich? Nun sehen wir mal, ob du es herausfinden kannst, mein aggressiver Freund. Die Stadt erwartet dich. Ich verstehe nicht. Das musst du auch nicht. Bei drei vergisst du alles. Drei. Was passiert? Wo sind alle? Beruhig dich, du hast eine neue Seite in dein Leben aufgeschlagen. Ein neues Kapitel wartet auf dich. Aber ich muss nach Hause. Wie komme ich nach Hause? Es gibt immer einen Weg zurück nach Hause. Und mal sehen, dein neues Zuhause ist ein Friedhof. Bin ich etwa tot? Du bist jetzt ein Friedhofswärter. Okay, der hat mich in zwei gespalten. Hä? Okay, ich bin ganz ehrlich, das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt ganz und gar nicht. Hä? War es das? Ich bin voll in zwei gespalten. Und jetzt? Das war's. War das das Ende? Okay, das ist jetzt wirklich enttäuschend. Das war's? Ich habe den Fluch nicht aufgehoben? Und jetzt ist sogar hier Bildschirm aufgeteilt. Ja, warte, ich gehe mal. Okay, ich bin jetzt richtig verwirrt. Ja, doch, ich bin sehr, sehr verwirrt. Anscheinend war es das. Oder war es auch nicht? Ich meine, es ist jetzt auf jeden Fall geteilt, der Bildschirm. Ist das jetzt der Beweis, dass ich es durchgespielt habe, oder? Das ist ja seltsam. Ein bisschen abrupt das Ende. Vor allem doof, dass jetzt hier gespalten ist. Aber ja, anscheinend ist es das. Ja, es passiert nur wieder das gleiche, oder? Ja. Das ist ja doof. Das ist ein bisschen enttäuschend. Sogar sehr, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Ich habe jetzt irgendwie mit was anderes gerechnet, dass wir den Fluch aufheben oder... Und warum hat er mich gespaltet? Und wer ist hier denn die andere Hälfte von mir? Okay, ich versuch's nochmal allein, weil ich habe ja Escape gedrückt und nicht unten rechts auf zurück. Vielleicht ändert sich ja... Ich hätte nicht Escape drücken sollen. Ich kann mir nicht vorstellen, nach dem Ganzen, mit den ganzen DLCs,
Und Zusatzsachen, dass das Ende jetzt so abrupt ist. Vor allem, ich wurde ja jetzt anscheinend gespalten. Wer ist denn die andere Hälfte? Okay, na, ich will das unbedingt wissen. Okay, was passiert jetzt? Er spaltet uns wieder. Na, ich glaube, das ist wirklich das Ende. Ja doch. Das ist das Ende. Das war's. Das Doofe ist, ich kann ja nicht mal jetzt... Ich meine, ich könnte jetzt noch was machen, aber ich müsste die ganze Zeit jetzt so abgeschnitten spielen. Das gefällt mir ja gar nicht. Ja, aber so Nebenmissionen... Ich habe ja nicht mal 100% bei allen. Kommt hier noch was, oder... Ist das jetzt echt einfach nur so ein enttäuschendes Ende? Wer war die andere Hälfte? Noch so viele Fragen. Ja, aber ich wüsste nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe ja jetzt alles gemacht. Ich habe die Äpfel gekauft. Ich habe alles gekauft, was ich konnte. Ich habe das Portal aktiviert. Ich war in der Burgfeste. Die Stadt kann ich nicht erreichen, weil ich anscheinend ans Dorf gebunden bin. Ja, das war's. Offiziell, wir haben das Spiel durch. Ich find's ein bisschen schade. Weil ich jetzt echt noch mehr erwartet hätte. Hätte ich das gewusst, hätte ich das letzte Mal das Ende noch fertig gemacht. Ich habe echt eigentlich gedacht, dass da noch was ist. Wir haben alle Technologien, wir haben alles voll. Wir haben alles hergestellt. Wir haben alles mal gebaut. Ja, das war's dann. Wir sind offiziell mit dem Spiel durch. Dann sage ich mal, war nett. Ich bin ein bisschen enttäuscht vom Ende. Ich hoffe wirklich, dass da noch was kommt. Ich werde auf jeden Fall nochmal nachgucken. Nicht, dass ich jetzt irgendwas Gravierendes übersehen habe. Aber hey, wenn ihr noch wollt, dass ich irgendwas mache, schreibt es mir in die Kommentare. Wir können das gern zusammen machen. Wenn ihr noch Spielevorschläge habt für andere Spiele, schreibt es auch in die Kommentare oder in den anderen Sachen, sozialen Netzwerken, die ich verlinkt habe auf meinem Profil. Und ja, das war Graveyard Keeper. Ich fand das Spiel mega cool. Nur wie gesagt, das Ende ein bisschen komisch. Ja, wie gesagt, es sind noch voll die offenen Fragen. Aber vielleicht klärt sich das mal ein anderes Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.